Ein Feldbahnzug rollt im Museumsgelände ein. Hier findet sich einer der größten Feldbahnsammlungen Deutschlands. Zu den Besonderheiten gehört die Lok 13, eine Mini-Mallet von Ohrenstein und Koppel aus dem Baujahr 1909. Anfang Mai eines jeden Jahres starten die Frankfurter Feldbahner in die Fahrsaison. Großer Bahnhof im und vor dem Lokschuppen. Der nächste Zug ist wieder mit der Lok B11 bespannt. Ein B-Kuppler mit Blindwelle. 1957 von LKM in Babelsberg gebaut. Immerhin 36 PS Leistung bringt die kleine Lok auf die Gleise. Auch viele Feldbahn-Dampfloks gehören zur Sammlung. Nicht weniger als 17 sind es. Diese hier stammt aus Frankreich, von der Firma Decoville, 1912 gebaut. Ganze 20 PS leistet der B-Kuppler. Für einen Feldbahnzug durchaus ausreichend. Eine Fahrt über das Frankfurter Feldbahnnetz dauert rund eine gute halbe Stunde. Und schon wird die nächste Dampflok bereitgestellt. Es ist die Lok Besigheim aus dem Baujahr 1900, die älteste Dampflok der Sammlung. Nach wenigen hundert Metern verlassen wir das Museumsgelände. Die Fahrt führt zunächst durch eine Laubenkolonie. Auch ein typischer Grubenzug gehört zur Sammlung. Mit diesem Gefährt wird an die Ursprünge der Feldbahnen erinnert. Vorgespannt ist eine Akkulok, 8 PS stark, 1957 von Siemens gebaut. Dieser Muldenkipp-Lorenzug ist typisch für Feldbahnen. Vor über 150 Jahren begann es mit Transporten im Bergbau, in der Landwirtschaft und Kiesgruben. Später dann werden mit den kleinen Bahnen enorme Massen im Eisenbahn- und Autobahnbau bewegt. Seit 1985 hat das Frankfurter Feldbahnmuseum am Rande des Rebstockparks sein Domizil. Knapp 2,5 Kilometer Gleisstrecke können befahren werden. Über ein Gleisdreieck werden die Stationen Rebstöcker Wald und Alter Flugplatz erreicht.
Das Frankfurter Feldbahnmuseum ist an jedem ersten Samstag im Monat geöffnet. Regelmäßig finden Fahrtage von Januar bis Dezember statt.